meine lieben Leute von heute, ich muss noch ein bisschen Diarrhoe abbauen. Dann geht's in den Nether. Ja, das Diarrhoe ist so super wirklich. Was? Diarrhoe. Ja. Was die Bedeutung des Wortes ist. Falsch. Ich bin falsch gegangen, Leute. Jan, was meintest du jetzt? Was Diarrhoe ist. Diarrhoe ist ja Dünnschiss, ne? Also ist die medizinische Bezeichnung für Dünnschiss. Mhm. Und Diorit im Englischen Diorite. Und Diarrhoe im Englischen Diarrhea. Also hört sich, das kommt eigentlich aus meinem englischsprachigen Let's Play, das ich vor ewiger Zeit eingestellt habe, dass ich da nämlich die Ähnlichkeit im Englischen zwischen Diarrhoe und Diorit festgestellt habe. Und dann kam dazu noch, dass poliertes Diorit heißt Polished Diorite. Und polierte Diarrhoe würde heißen Polished Diarrhea. Du verstehst? Honk, darf ich mir von dir so Lapis ab, kurz ausborgen? Ich habe eh welche zu Hause. Ja, das darfst du. Bring's aber super, danke. Okay. Nee, und, da ist, und so ist halt polnische Diarrhoe entstanden. Und dann habe ich irgendwann mal bei meiner Ex nachgeschlagen, als ich bei ihr zu Besuch war, über den Google-Übersetzer. Was heißt eigentlich polnische Diarrhoe auf Polnisch? Und dabei kamen dann raus Polska Biegunka. Polska Biegunka. Und du musst das dann mal zurück übersetzen und dann lässt du mal von der Übersetzerstimme das vorlesen. Das ist so süß, das ist so eine süße Mädchenstimme, die sagt dann polnische Diarrhoe. Warte mal, ich will sehen, ob ich das hinkriege. Durchschuss 3 ist gut. Nein, das ist... Weil für den Bogen schätze ich mal Durchschuss. Naja, das bringt bloß was, wenn mehrere Gegner hintereinander stehen. Also. Okay, Schärfe 1, Schutz. Ja, dann nee, und vor allem, nein, halt mal. Ich hier ein Durchschuss funktioniert auch nur mit der Armbrust. Nicht mit dem Bogen. Effizienz 4 hätte ich da bei der Spitzhacke. Das ist gut. Ja, dann nehme ich das gleich. Und wenn du dann noch Glück kriegst, dann hast du echt das absolut Feinste. So, wo ist denn... Okay. Entschuldigung, wo ist mein Übersetzer? Moment. Da ist mein Übersetzer. Rückstoß ist gut, Schärfe. Rückstoß ist gut beim Schwert, gell? Ja. Jetzt gibt es wohl nicht. Jetzt kommt gleich der fünfte Folge von mir raus. Oh, es wird auch gemacht. Moment. Also jetzt ist es gerade der fünfte Folge jetzt. Zaubern, Leute. Kann jemand schlafen gehen? Euer Schutz. Oh, warte mal, ich kann gerade nicht, weil ich... So, Feierabend. Stärke 4 ist gut, schätze ich mal. Ah ja, ja, die haben was. Stärke 4 ist gut. Geh plus bis Stärke 5. Okay. Warum kann ich das nicht vorlesen? Ah, da, hier haben wir's. Warte mal. Jetzt muss ich das laut machen. So, jetzt pass auf, was jetzt kommt. Tun ist ausgeschaltet. Warum das denn jetzt? Hm. Bist du... Mein Schwert hat Bann 4, Rückstoß 2, Verbrennung 2 und Haltbarkeit 3. Nicht schlecht. So. Effizienz 4, Spitzhack und Haltbarkeit. Gut. Hör zu. Polnische Diarrhoe. Ich finde das so süß. Polnische Diarrhoe. Ja, wirklich. Polska Biegunka. Polska Biegunka. Polska Biegunka. Ja. Ja, das ist das, was passiert, wenn ich mit Freunden oder mit der Freundin zusammen abends sitze und man trinkt eine Flasche Wein, dann kommt man auf solche verrückten Ideen. Weil eben nachzuschlagen, was polnische Diarrhoe auf Polnisch heißt. Ruski Biegunka. Was?
Also ich habe ein richtig, richtig, richtig gutes Schwert, Leute. Ja? Sag mit mal. Mit Bann 4, Rückstoß 2, Verbrennung 2 und Haltbarkeit 3. Ui! Ja, das ist also, Rückstoß ist schon mal ganz geil, weil da kannst du die Gegner zum Fliegen schicken. Das ist cool, ja. Ja? Dürfte ich dein Enchantment Table dann auch mal verwenden? Natürlich. Danke. Der nutzt sich ja nicht ab. Also richtig. Ich habe jetzt nämlich einen Dorfbewohner so weit geknechtet, dass er mir Diamanten, Spitzhacken und Äxte verkauft. Mhm. Und ja, die kann man ja dann mal verzaubern. Das kann man durchaus tun, wenn man das will. Richtig. Das ist gut. Ich rufe, hast du das du? Ja, das ist das erste Mal, dass ich das sage. Ja. Ja, der Teddy. Der Teddy. Ah, der Teddy. Na, er ist wirklich ein Wahnsinn. Ich mag den so gerne, den Kerl. Wer kann ihn nicht mögen? Seine Charaktere, die er da erschafft, sind zwar manchmal ein bisschen fragwürdig, sagen wir es so. Ja. Aber lustig. Also der komische Typ da mit dem Prinz Eisenherzschnitt, sage ich immer. Weiß jetzt nicht, wie der nochmal heißt. Ach du Scheiße, wie sieht denn das hier aus? Ja. Ach so. Ja, ich hätte die hier übrigens auch auf der Insel, hätte ich dir auch ein Vorkommen von, sag schon, Obsidian anbieten können. Sehe ich jetzt gerade so. In meinem Keller. Ah, im Keller. Ja, hier in meiner Strippmine unten. In der Strippmine. Wie er das sagt, ne? was ist mit dem Kerl auf einmal kaputt? So. Ist mit dir kaputt, Brüderchen? So. Tovarisch. Ja. Nicht Tovarisch. Ja. Spirit. Ich sollte vielleicht tatsächlich auch um dem lieben Hackervögelchen so ein ganz klein wenig, da haben wir es wieder, ein ganz klein wenig eine Watsche zu verpassen, sollte ich vielleicht in diese Aufnahmesitzung hier mal russische Rockmusik wieder reinmachen. So. Ja. Ich habe ja aus Pietät und Rücksicht in den letzten Sitzungen verschiedenster Let's Plays davon abgesehen, meine geliebte russische Punk- und Rockmusik einzusetzen, aber ich glaube, es ist jetzt mal an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Shut up, I will not follow your commands. Schöne Quackschmerzen. So. Nächste Woche ist dann, Horst, du bist wieder dabei. Mhm. Der Herr Kurmler, ich weiß nicht, der Tobi, glaube ich, also der richtige Tobi, ne? Also der Kittenkurmler Tobi, sage ich jetzt einfach mal. Der könnte vielleicht nicht dabei sein, weil der hat ja Corinna, ne? Genau, habe ich gelesen, ja. Der arme Kerl. Das ist mal sowas von 2020. Wie kann man denn heutzutage noch Corinna haben? Wir alle sind da durch. Tobi, was du machst? Ich nicht. Du hattest es auch noch nicht, aber du hast, hast du Impfung? Ja. Ja, siehst du, guck mal. Man soll ja angeblich durch den Pix soll man ja angeblich das Zeug nicht mehr kriegen. Ja, stimmt aber nicht. Ja, wurde. Das haben sie ja so dreimal geändert. Wurde mehrfach widerlegt, ja. Zuletzt hieß es, dass es für mildere Verläufe sorgen solle. Und ja. Dann irgendwie. Selbst nicht das mehr ist mehr Blödsinn. Selbst das ist Blödsinn mit den milderen Verläufen. Ich habe eine Bekannte, die hatte, also sie ist geimpft worden, hat zwei Booster bekommen, ne? Bekam dann Corinna und bei ihr ist das so scheiße verlaufen, also bei ihr ist eine richtig fette Lungenentzündung dabei rausgekommen und sie musste dann tatsächlich im Krankenhaus liegen. Was gemacht hat, keine Ahnung, weil letztendlich war es so, also viele Leute haben ja dann eher von der Impfung noch über Beschwerden geredet.
Ja. Ich hatte sie bloß geholt, weil du ohne Impfung halt nichts mehr hättest machen dürfen. Du hättest in kein Restaurant gedürft, du hättest einfach nichts. Das war mir zu der Zeit scheißegal. Guck mal, meine Ex, ne, die hat sich damals auch den Pix geben lassen. Ich sag extra Pix, weil die Leute das ewig falsch schreiben und das einfach mal so akzeptiert wurde. Nee, also die hat sich auch den Pix geben lassen. Ne? Und deswegen, weil sie mit ihren Eltern und so weiter ins Restaurant wollte. Und sie meinte dann auch so von wegen, mach doch, weil, dann können wir auch mal wieder essen gehen und so. Nee, ist mir egal. Darauf verzichte ich dann mal. Ich muss nicht immer ins Restaurant. Ich muss nicht immer irgendwo in ein Konzert oder so. Richtig, ja. Genau so ist es. Ich kann auch mal den Wahnsinn einfach abwarten. Und es hat sich gezeigt, es ist in Ordnung. Ich habe keine Impfung. Überhaupt gar keine. Ich habe Corinna einmal gehabt. Es war ein absolut milder, witziger Verlauf. Ich hatte grippale Infekte, die waren schlimmer. Also gerade jetzt vor kurzem hatte ich ja wieder eine Erkältung. Und die war im Endeffekt vergleichsweise schlimmer als Corinna bei mir. Also ich hatte noch nie im Leben dieses Corinna. Noch nie. Keine Ahnung, was das ist. Ja, wahrscheinlich mag sie es. Das Problem ist, vielleicht habe ich es ja schon gehabt 10-mal und ich habe es nicht gewusst. Keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass du das als... ich kannte auch jemanden, der, bei dem hat man durch Zufall festgestellt, dass er das gehabt hat. Also, er hat es gar nicht festgestellt. Er dachte, das wäre eine ganz einfache Erkältung. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Was ist Federfall? Das ist, wenn du irgendwo runterfällst. Du kannst mehr Schaden. Blöcke fallen. Ja. Ah, okay. Nö, brauche ich nicht. Nö, wirklich nicht. Der Gliederfüßer ist für Spinnen. Okay, nö. Stärke 3. Ja. Du bekommst ja erst, wenn du 3 Blöcke springst, dann bekommst du ja Fallschaden. Und da ist dann so, wenn du kannst 4 Blöcke springen, bevor du Schaden kriegst. Okay, wie viel zahlt jetzt Federfall? Ich sehe nur einen Erfahrungspunkt. Ich glaube, das kann ich nehmen. Ja, nehme ich. Ich würde meine Erfahrungspunkte so lange aufbewahren, bis ich... was sich auf jeden Fall lohnt, das ist eine Glücksspitzhacke. Ja, genau, das will ich hier irgendwie. Ist die gut. Auch im Englischen gesagt als Luck. Ne? Hast du Luck gesoffen? Schutz 4. Das Schutz ist ja, kann man auf Rüstungen geben, ne? Yep. Ja. Okay, dann nehme ich mal auch ein Buch mit dem. Schutz 4 ist schon recht geil, ja. Aber pass auf mit der Verzauberung Schmutz 4. Weil da wirst du dann verdreckt die ganze Zeit. So. Also, deine Rüstung hat etwas gegenteiligen Effekt. Ja, Schmutz, Digga, Schmutz. Würden du Schmutz kaufen? Hat übrigens jemand von euch schon mal das Spiel Creativerse ausprobiert? Nein. Nö, tatsächlich nicht. Ich habe mal irgendwie ein paar Folgen bei Gronkh, da haben wir ihn wieder geschaut davon. Mit dem Turbinator zusammen. Und ich fand es sehr, sehr interessant und wurde ich neulich wieder von jemandem gefragt, sag mal, spielst du Creativerse? Und ich muss sagen, ich werde mir das Spiel wohl mal zulegen. Also es ist ein Minecraft-Klon, aber er ist um einiges erweitert. Also er hat um einiges mehr Möglichkeiten. Mhm. Also viele Sachen, die du in Minecraft nur mit Mods hinbekommst, sind in Creativerse angeblich enthalten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber aber es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus, dass ich es einfach haben möchte. Also, ich glaube, das werde ich mir kaufen demnächst mal. Wenn ich mir eine neue Festplatte gekauft habe. Schon wieder. So. Leiter! Dir Schwert werde ich auf jeden Fall. Das wusste ich auch noch nie. Das habe ich gerade nicht so vorausgefunden. Man kann anscheinend ein Bett auf einer Fackel platzieren. Ja, das kann man. Sieht lustig aus. Ja. Warte mal, ich mach doch mal kurz. Bett auf einer Fackel. Da fackeln wir gar nicht lang. Ah, ja. In Valheim sind da auch immer sehr lustige Sachen möglich, wenn man mit Mods spielt. Mods? Dann, jetzt motz mal hier nicht rum, Digga. Jetzt motz mal hier nicht rum. Ja. Genau, motzen nicht rum. Mit der ist
Place Everywhere, Build Everywhere möglich. Mhm. Wenn ich das anhabe, wie der Name schon sagt, ich kann ganz einfach auf allen Oberflächen was platzieren. Ist mega lustig, wenn du dann einfach ein Bett auf irgendwas Kleinem platzierst. Schlafen. Okay. Moment. Gas. Ich hatte doch gerade das Bett auf eine Fackel platziert, da hätte ich es doch lassen können. Richtig. Ja, hätte ich. Hätte. Nein, sag das nicht. Ich finde diesen Spruch spätestens. Wer hat das nochmal gesagt? War das Gerhard Schröder oder war das der damalige Arbeitsminister? Ich weiß es nicht. Sag mal, wer schläft hier nicht? Entschuldigung, ganz kurz. Der auch ich schlafe in 3, 2, 1 jetzt. Ja. Hat ja gepasst. Rossi, übrigens, ich muss es nochmal sagen, absolut angenehmer Mitspieler bist du geworden. Ja, danke. Ich gebe mir Mühe, weil mir macht es auch richtig Spaß. Ja. Ja. Und so kann also, das auch laufen. Guck mal, jetzt ist der Jan und du sind da. Ich hatte eigentlich heute so ein ganz klein wenig Befürchtung. Ja, ich kann verstehen. Naja, dadurch, dass das die letzte Runde du ja nicht alle Beteiligten, die so schön fanden, haben Horti und ich, also unabhängig voneinander, wahrscheinlich beschlossen, die Sichtung wird ein bisschen ruhiger. Ja. Wisst ihr, ich hatte folgende Befürchtung. Ich hatte die Befürchtung einmal, natürlich, dass es wieder so ausartet, aber dann hatte ich auch die Befürchtung, dass ihr euch unter Umständen zu sehr zurückhaltet und dass es dann langweilig wird. Beides ist nicht eingetreten und ich bin begeistert. Nö, ich finde das witzig. Ja. Ah, genau, Schlag. Alter, und wie der Nico Tobi letztes Mal abgegangen ist in den letzten Folgen. ich musste den lieben Nico leider in der letzten Aufnahme zensieren. Weil das, ja, auch, das ist auch gut so. und hier nochmal auch nochmal einen kleinen Kommentar an ein paar Zuschauer. Nein, es ist keine Feigheit, wenn ich bestimmte Sachen zensiere und rausnehme. Es ist einfach so, wir wollen ein bestimmtes Bild nach da draußen abgeben und das soll nicht getrübt werden, dadurch, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Ausfall haben. Das Gehirn fällt jedem mal aus. Auch dir. Ja. Und dir. Und auch dir. Und auch dir draußen. Ja. Vor dem Bildschirm. Ja. Ihr seid alle nicht immun vor dem Gehirnausfall, dem zelebraren Lapsus. Ja. Zelebralen Lapsus. Versagen. Ja, genau. Zelebralausfall. Der zelebralen Inkontinenz, nennen wir es so. Nennen wir heute wieder ganz fachlich. Ja. Interessant. Interessant. Inkontinenz, ja. da war doch was mit Schwanzus Longus. Er hat eine sehr schöne Frau. Ihr Name war Inkontinenz, ja. Providenza, oh. Kennt denn jemand? Was? Providenza, kennt denn jemand? Nö. Was soll das ganz denn sein? Ganz alter Film. Okay. Ich kenne nur Dirty Dancing. Nee, absolut nichts zu tun. Aber eine ältere Dame hat da Dirty Dancing, Daunting Dancing gesagt. Dirty Dancing? Donkey Dancing? Ja, Donkey Dancing ist was anderes. Das macht man in Texas. Yeehaw. Das hinterfrage ich nicht. Donkey Dancing. Ja. Tanzen mit dem Donkey. Mit Eseln tanzen, ja. Genau. Ja, mit dem Donkey, Donkey, Donkey. Donkey Kong. Da gibt's ja ein Spiel, das heißt Donkey Kong, ne? Oder? Ja. Gab es mal. War das alt? Gab es mal. Ja. Das klingt auch sehr seriös. Ja, ich weiß ja noch, Donkey Kong. Ich hab's auf dem Amiga damals gespielt. Auf dem guten Commodore Amiga. Ein großartiger Computer. Ja, Amiga war damals wirklich klasse. Ich hatte es tatsächlich nie, aber mein Cousin hatte den. Damals. Ich hatte anfänglich ein Amiga 500er.
mit gediegenen 1 Megabyte RAM. Wow. Ja, wirklich, richtig. Nee, das ist die Standardversion. Und dann hatte ich später den Amiga 1200er und den hatte ich mir wirklich bis an die Grenze aufgerüstet mit einer zusätzlichen Floating Point Unit und einer Turbo-Karte, so nannte man das damals. Alter, Zeiten. Aha. Ich habe mal so eine alte Werbung für diesen Commodore PC gesehen und da war ja dann ein Klassenzimmer mit Kindern, die bloß am Computer geschrieben haben. Ich denke nur so, Digitalisierung 2022. Ja. Alle rennen immer noch mit Dings hier, mit hier sind die komischen Dinger rum. Diese Bildprojektoren. Polylux. Ach so, du meinst die Overhead-Projektoren, meinst du? Genau. Ja, ist alle mit ja. Aber ich kenne ja nun einige junge Leute und in deren Schulen wird tatsächlich, also da wird richtig gut digitalisiert, ne? Also da hat eine richtig gute Digitalisierung stattgefunden. Die Ausnahmen wahrscheinlich. Ja, das natürlich, klar. Ja, natürlich. Wenn ich mir das bei uns in der Schule angucke, wir haben einen Beamer oben hängen. Ja, das ist so das einzige Digitale in unserem Klassenzimmer. Dann sind die wohl ein bisschen weiter zurück, würde ich sagen, ne? Ja, wir befinden uns noch so ganz kurz vor dem 18. Jahrhundert. Als man die Fische noch per Hand rausgezogen hat, wie man das halt so macht. Die Fische? Ja, ja. Oh, okay. Ja. Ja, das kann ja mal passieren. Ich meine. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Wir können nicht alle auf einem Entwicklungsniveau sein. Es gibt auch Einzelmenschen, die weit hinter dem Entwicklungsniveau anderer zurückhängen. Warte mal, ich bin hier gerade am. Ach du meine Güte. Ja. Aber wir nennen da natürlich keine Individuen. Wir kämen. Nö. Was? Nö. Genau, ja, genau. Nö, nö. Das wollte ich gerade sagen. Du musst dir ja sagen, nee. So. Nee, also, genau, ja. Genau, N-E, E langgezogen und I am Ende. Nee. So. Gott, hab ich hier viele Kühe. Meine Insel ist eine Insel der Kühe. So, mein Junge. So. Der Stagge. Die Spoggo. Der Stagge. Du hast nur Eier im Kopf. Der Horst, die hat mir ja sogar ein bisschen Obsidian noch da gelassen von meinem ganzen Obsidian. Ich dachte schon, er hätte alles mitgenommen. Nö. Danke. Nö. Ich habe eh zu viel mitgenommen, 18 Stück. Ich habe mich da vertan. Das okay. Ist ein Marsch in Frankreich. Das krieg ich irgendwann mal wieder. So, ja. Was mache ich denn hier? Irgendwann. Warte. Leute, ich muss noch kurz eine Pause machen. Die Pressur ist groß. Ich bin gleich wieder da.